Alright. Und damit ein dickes Hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem kleinen Stream. Heute an diesem fantastischen Freitag. Jawohl, es ist der französische Nationalfeiertag, der 14. Juli im Jahre 2023. Und ja, ich habe mir das Defilé angeguckt. Tatsächlich war auch der indische Premierminister da. Krasse Sache. So. Und heißer Anfall, wunderschönen Tag. Ja, deswegen hat sich das ein bisschen heute verzögert. Ne, ich sag mal so, die Berichterstattung hat schon irgendwie heute Morgen ganz früh angefangen und so. Aber so, sag ich mal, um 9:45 Uhr ging das halt los mit der Live-Berichterstattung. Bis etwa 12 Uhr, 12:30 Uhr. Ist auch was Lustiges passiert. So, Anschläge gab es nicht bisher. Das ist schon mal gut, positiv. Das Lustige, was passiert ist, ist tatsächlich, als da die Infanterie langmarschiert ist, hat einem die Kappe runtergeschlagen. Ne, seine Mütze. Und die ist dann von den anderen breit getrampelt worden und dann von dem Fahrzeugen plattgewalzt. Tja, haben sie auch ganz groß im Bild gehabt, wie die Mütze da einsam rumliegt und dann halt natürlich dann drüber getrampelt wurde, weil die Soldaten halten das ja nicht auf. Und die müssen ja in Formation laufen. Du kannst dann ja einfach ausscheren. Aber ja, war kurzer Highlight. So, natürlich hat sich dann alles verzögert. Deswegen fangen wir heute auch so spät an. Ist aber nicht so wie schlimm, weil wir haben kurz vor Ende, um das mal genau so vor zu formulieren. Ich bin super gehypt. Ich hoffe hier auch, dass ihr da, wenn ihr jetzt die ganze Zeit schon drauf gelauert habt, dass ich den Iron Man verkacke und es dann tatsächlich jetzt doch geschafft habe. So, ich gieße mir nochmal ein, weil es sind tatsächlich pottenwarme 30 Grad wieder bei uns. Zum Glück war heute früh nicht so warm, nur heute Mittag, als die Soldaten in der Innenstadt da langmarschiert sind. Weil der Schaumsee, die See, der ist echt lang und die haben halt keinen Schatten, ne? Die müssen da ja stundenlang stehen, dann da den ganzen Schaumsee, die See lang marschieren. Und dann natürlich weiter marschieren, ne? Du hältst da nicht einfach da auf dem Place de la Concorde an. Das ist da, wo dieser Obelisk steht. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Das Schattenprojekt ist das, was hier das Wichtige ist. Warum steht er eigentlich zur Verfügung? Weil einer angeschlagen. Kerrigan ist angeschlagen. Das ist schlecht. Verwundet. Okay, wie will sie? So, da war alles erledigt, ne? Mein Spark ist fertig, alles fertig. Einen Augenblick hatte Tigern mir Hoffnung gemacht, als er sagte, die Ältesten würden sterben. Ich hätte wissen müssen, dass. Oh, richtig, mein Funkrelais noch. Der Widerstand. Und heißt Wolo, hallo, hallo. Jetzt kommen sie alle an. Ne? Kommt rechtzeitig. Wir haben noch ein paar Minuten, bis wir das Schattenprojekt abschließen. Ich kann leider nicht sagen. Sechsten Vorräte. Ja. Ich kann ja nicht sagen, wie lange wir noch danach brauchen. Ja, Fakt ist, die Avatare werden nicht mehr fertig. Ich bin einfach zu erdrückend. So, haben wir. Oh, Swallow ist wieder fertig. Ja, experimentelle Rüstung. Ja. Wie viele Kerne haben wir noch? Zwei. Das heißt. Ja, machen wir mal die Plasmagranate. An, Commander. Sie hören von mir, wenn das Projekt abgeschlossen ist. Machen wir noch eine Rüstung. So, die sind versorgt. Schatten habe ich hier nicht, nur Sonnenschein. Ja, wir haben drei.
heute Mittag haben sie angekündigt, ja, es werden 22 Grad mit Wolken. Ja, heute Morgen. Die ganze Woche über. So also 22, 24, 25 Grad maximal mit Wolken, ein bisschen Sonnenschein, 30% Regen. Und was ist jetzt? Jetzt sind es 30 Grad praller Sonnenschein. Meine Fresse. Aber zum Glück für die Soldaten war das heute Mittag nicht. Entdeckt. Oh. Ein Avatar-Projekt gefunden. Direkt angreifen. Sabotiere die Alien-Einrichtung. Was? Die ist in Afrika? Willst du mich verarschen? Ah, die bleibt bestehen. Okay. Stasis-Weste. Ja. Eingebautes Medikit 4. Jawohl. Kampfintelligenz von Kiki wurde gesteigert. Und ausweichen. So. So, was haben wir jetzt noch Schönes? Avatarfortschritt, Ingenieur rekrutieren, Beförderung, Wille. Wille wäre nicht schlecht, aber 7 Tage. Ja. Einnahmen, Vorrede, Kameradschaft. Wissenschaftler. Ist alles irgendwie Murks, oder? Wille wäre nicht schlecht. Wer braucht denn noch von meinem Einsatzteam Wille? 51. Naja. Titan 65. Kerrigan 64. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das werden unsere 6 vermutlich sein hier. Tut mir leid, Swallow. Sieht nicht gut aus für dich als Templer. Weil du zu wenig Schaden machst. Muss man halt mal ganz klar sagen. So, das heißt, ich habe einen Grenadier. 3, 4, 5, 6. Bis dahin. Das heißt, ich habe 2 Spezialisten. Ich habe einen Ranger, einen Grenadier und 2 Scharfschützen. Ich könnte noch einen Scharfschützen gegen den Grenadier mitnehmen. Das heißt, dann würde Slüter mitgehen. Als Scharfschützen brauchst du nicht so viele. Okay, wir gehen aber mal durch. So, 51. Mo 55. Wer ist denn eigentlich der bessere Scharfschütze von euch? Soldatenfähigkeiten. Ja. Ja, du kannst auch so ziemlich alles. 53. Titan hat 65. Kerrigan hat 64. Tanzbü 46. Oh, Tanzbü braucht Wille. Ist er müde? Er ist müde. Kann ich Tanzbü mitnehmen? Wille? Ach, 7 Tage. Soldatenbelohnung, Wille plus 5. Das ist ja. Nein, weil Tanzbibel ist.
Hecken plus 5. Könnte man da Titan mitnehmen? Na, dass er noch ein bisschen Hacken-Skill kriegt, aber Tanzbüll ist der bessere Hacker. Ach, macht halt alles null Sinn, oder? Ja, hier, wenn wir mal ein bisschen... Kiki mal auf Zielsicherheit. Irgendein Kacknabbel hier geht mit. Wir arbeiten Hand in Hand mit unserem neuen Verbündeten. Ach, natürlich kommen jetzt so die Aufträge. Garantiert Verstärkung bei allen Guerilla-Einsätzen. Vorrede. Wir können nur Soldaten des Ranges Sergeant. Sergeant oder niedriger, ist klar. Auserwählten leiden nicht nur unter Schwächen, das ist mir eigentlich vollkommen wurscht. Einheitsheimer starten, wenn der Trupp verborgen hat, aufgibt. Neue Arktis. Informationen. Na, mach mal das kaputt. Was haben wir dann? Andromedon, Codex, Archon, Pulvikanor, Torwächter. Ja. Puff. Setze Kurs auf die arktischen Gebiete. Und da hat man mal gesehen, ne, wie. Das klingt jetzt irgendwie falsch, ne, aber. Oder gehässig. Wie alt doch tatsächlich die First Lady von Frankreich ist. Na, man erinnere sich, wie die zusammengefunden haben. Sie ist die Lehrerin gewesen von ihm, als er noch jung war. Ich glaube sogar noch minderjährig. Und tatsächlich haben sie sich irgendwann ineinander verliebt und dann irgendwann später, als er volljährig war, in seinen 30ern oder so, haben sie geheiratet. Na, wenn sie die Lehrerin war, sie ist halt 20 Jahre älter oder so. Ich meine, wo Liebe hinfällt, bleibt sie liegen. So. Aber ist schon krass. Da gab es ja auch sehr viele Ressentiments gegen sie. Kerrigan ist angeschlagen. Tanzbüß müde. Okay, dann muss halt mal fortran. Obwohl, nee, wir können Titan schon mitnehmen. Nee, Tanzbühl können wir nicht mitnehmen. Das ist natürlich jetzt wieder, weil die alle müde sind. Ein Scharfschütze. Scharfschütze. Grenadier. Ein Ranger. Was fehlt denn noch? Nehmen wir noch. Ja, Swolo. Nehmen wir nicht mit, oder? Oder im Psi-Soldat. Nehmen wir Swolo mit. Hi Gunne. Wunderschönen Freitag. Ja, bewegen uns Richtung Ende. Ich will jetzt aber nicht die ganzen Aufträge einfach überspringen. Das könnte durchaus in die Hose gehen. So, das können wir wegmachen. Das heißt, du kriegst jetzt einmal eine Stasis-Weste. Zack. Titan ist ausgerüstet. Mo bekommt jetzt die Icarus. Die Nachtlanze. Die Nachtkralle. Hast keinen Ausrüstungsgegenstand. Ein Heal und du brauchst 120 Zielen, Alter.
Dann Krallengeschoss. Und unser zweiter. Du kriegst die Schlangenrüstung. Die Plasmalanze, den Schattenhüter. Und PB-Munition. So, Slüter. Ausrüstung. Müsste eigentlich alles haben. Jo. Das heißt, es bleibt nur noch sieben übrig. Sollen wir ihr den Rage-Anzug geben? Ah, ich bin halt. Ausrüstung. Einmal Stasis-Weste, also weil sie Nahkämpferin ist. Na, halt bis zu 8 Trefferpunkte alleine schon mal weg, das Ding. Nur weil es kann. 80, na gut, kriegst du halt die Suchgeschosse nochmal. Jetzt sind wir bei 90. Oh. Können wir noch eine PKS reinschmeißen? Du zählst eh nicht zum Superkader, das heißt. Hier kriegst du die 2, die kannst du auch behalten. Check, check. Check, check, check. Ghost. Sky Ranger eingesetzt. In Position für den Einsatz. Tatsächlich waren übrigens auch andere Nationen da, haben an der Parade teilgenommen. Unter anderem Indien. Na, der indische Premierminister war ja da. Da waren kleine Abteilungen der verschiedenen Streitkräfte, ich glaube 5 oder so von denen. Dann irgendwie von 6 afrikanischen Staaten. Wir haben hier die Gelegenheit, keine Ahnung, 10 Mann pro Staat, die da marschiert sind. Operationen zu verzögern. Alles, was wir dazu tun müssen, ist, den Offizier auszuschalten. Und sogar Deutsche waren dabei, tatsächlich. Im Musikchor. Da waren irgendwie 10 Deutsche vom Musikchor des Heeres in den steingrauen Uniform. Seine Eskorte kennen seine genaue Position jedoch nicht. Durchsuchen Sie das Gebiet und eliminieren Sie das Ziel und alle weiteren Feinde, die Ihnen im Weg stehen. Wo starte ich denn jetzt? Da. Okay. Das ist natürlich super ungünstig. Weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Okay, da vermutlich nicht, sondern eher die Richtung. Okay. Aha. Verstanden. Rücke ab. Bestätigt. Überwachung läuft. Wir marschieren der Erleuchtung entgegen. Bewache dieses Gebiet. Wer ist er denn? Da sind wieder irgend so Kacknabbel dabei. Okay. Die nix können. Bestätigt. Überwachung läuft. Wechsle Position. Biete Feuerschutz.
Begebe mich zum Ziel. Marschmusik können wir, ja. Gebe Feuerschutz. Begebe mich zum Ziel. Wir waren auch augenscheinlich, zumindest von den Uniformen. Ich kenne natürlich jetzt nicht die Uniformen der ganzen Streitkräfte und Länder, die da jetzt da teilgenommen haben, ne? Weil selbst in Frankreich hat, keine Ahnung, wie viel, 2 Dutzend, 3 Dutzend verschiedene Schulen oder so, oder Teilstreitkräfte, Repräsentanten, die da langmarschiert sind, die haben ja unterschiedliche Uniformen. Also, das heißt, ich weiß halt jetzt nicht, was da noch rumgekrochen ist. Verstanden. Aber die deutsche Steingrau-Uniform mit rotem Baret, das habe ich erkannt. Deswegen war ich beim Bund. Okay. Einverstanden. Oh, was sieht er? Legolas, was sieht dein Auge? Nicht so viel, würde ich sagen. Ich wache. Ich teile mal ein bisschen auf. Bin auf dem Weg. Er kann mit rüber. Mir entgeht nichts. Einmal Plasmalanze. Bitte Feuerschutz. Die anderen bewegen sich dahin. Oh, wir könnten dann da durchspringen, das ist auch okay. Ziehe los. Verstanden. Halte die Augen offen. Bestätigt. Rücke aus. Feuerschutz. Verstanden. Bin unterwegs. Scanne Gebiet. Verstanden. Bin unterwegs. Ist ein bisschen so optimal, dass wir uns hier teilen müssen. Hat das jemand gehört? Ah. Oh, oh, oh. Ein Kodex und ein Andromedon. Okay, das ist aber nicht tragisch, weil... Wow, ich kann den halt direkt wegballern. Ja. Ich kann ihn nicht direkt wegballern. Warum hat er eigentlich ein Ding nicht nachgeladen? Ich habe noch gar nicht geschossen. Was? Was ist denn das wieder für eine... Das ist doch schon wieder... Beschiss. Direkt umgenutzt. Na, und als letztes von der Infanterie ist natürlich wieder die Legion gelaufen. Und Alter, die laufen ja nur im halben Schritt. Ne, wenn die anderen halt zur Marschmusik. Was ist denn das? Ist das 4/4-Takt? Laufen. Dann läuft die Legion nun im 2/4-Takt, im halben Geschwindigkeit. Ja, die brauchen halt ewig, um zu laufen. Da ist nichts mit Geschwindigkeit. So. Du, nein, Reisen gibt's nicht. Das macht nichts. Wo sind meine Kanonen? Da sind meine Kanonen. Wechsle Position. Erstmal seinen Kackding schreddern.
So, jetzt haben die auch. Jetzt können die halt auch mal treffen. Pistole. Nein, Pistole abfeuern. Fähigkeit durch Combo-Kill. Feuerschutz! Ach, ich sehe den Andromedon nicht mehr. Feuerschutz! Das heißt, wir machen überall okay. Feuerschutz. Bestätigt, Überwachung läuft. Okay, ich gehe. Bestätigt, Überwachung läuft. Ah, da wir registrieren einen Advent-Transporter. Die Aliens versuchen, den General aus dem Einsatzgebiet zu extrahieren. Er darf nicht an Bord dieses Schiffes gehen. Und jetzt kommt der Anzug. Deswegen habe ich da alle auf Feuerschutz gestellt. Das war nichts. Obwohl. Ja, die Nahkämpfer müssen es wieder richten. Okay. Next one. Das heißt, wir müssen alle da lang. Begebe mich zur Zielposition. Triggern wir hier irgendwas noch? Fully nicht. Wo ist denn der hin? Ich weiß, dass der hier steht. Jetzt habe ich ihn gesehen. Hi Keks. Hallo, hallo. Alter, wie kompliziert ist denn das hier? So. Ah. Vielen Dank für den Follow. Vielen Dank für den Follow. So, wir werden jetzt mal hier langsam nach vorne wurscheln. Bin dabei. Bin dabei. Das ist eh ein Nahkämpfer, der Typ. Das heißt, der wird nicht viel groß da passieren. Wenn es sein muss. Titan kann sich immer bewegen, komplett. Und dann nochmal in Feuerschutzmodus gehen. Kann Swallow ihn umnutzen? Ja, Swallow könnte ihn umnutzen. Na dann. Für die Templer! Ja. Generier deinen Fokus. Schon unterwegs. Bestätigt, Überwachung läuft. Bestätigt, Überwachung läuft. Okay, es passiert einfach überhaupt nichts. Ich bin schon am Weg bis dahin. Ist ein ganz schöner Weg. Wird gemacht. Da ist nichts. Jawohl. In Ordnung. Advent-Einheiten gesichtet. Ja, sag mal. Der Archon müsste gleich durchdrehen.
Oder auch nicht. Fahren nehmen wir das mal mit. In die Leere im Camp. Nice. Ich halte die Augen offen. Ich habe auch nichts hier, wo ich. Verstanden, rück ab! Rüstung hält stand! Ach, guck mal, Titan ist auch da. Lulu. Na, ein kurzes kleines Intermezzo. Wen nutzen wir jetzt um? Aber mach dich weg. Der ist der gefährliche. Habt ihr das gesehen? Waffe geladen. Und noch einer. Ich liebe es 100%. Ja, endlich. Die Scharfschützen. Macht jemand Striche? Der wieder mit seinem Bimmel. Ja. Und wir machen nochmal Distanzschutz. Komm, Titan, zeig, was du kannst. Klatsch ihn weg, jawohl. Guter Mann. Dass das Spiel immer irgendwie so mittendrin hängt. Darüber. Wie kommt man am besten darüber? Bewegung, Bewegung! Lauf. Hier sind Elfentruppen. Oh. Ein Torwächter. Ich. 89. Ja, dann. Panzerung getroffen. Ja, er muss zwingend muss er sterben, der Typ. Er sich auch nicht mehr. Genauso. Titan ist aber auch so ein Rambo, ne? Hart. Begebe mich zu dieser Position. Ja, diese Rüstung ist stark. Acht. Ich muss bald nachladen. Wechsle Position. Feind neutralisiert. Bum, 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 bum. Bist du ein Nahkämpfer? Ja, okay. Wegklatschen. Ja. Ich habe aber den Kommandanten noch nicht gefunden. Habe Blickkontakt zu einer Advent-Stellung. Wir sind nah dran. Natürlich ist er das. Oh, natürlich steht er dann ganz hinten rum. Identität bestätigt. Das ist der General. Erledigen Sie ihn, bevor er fliehen kann. Wir haben nur diese eine Chance. Na, was ist denn das auf einmal?
Oh nein, das ist Purifikator. Ich krieg doch die. Ich krieg das Großkrügeln. Nein, nicht reißen. Gottes Willen. Ah. Es ist keiner mehr da. Das ist aber schlecht. Was macht er? Macht einen Humanoiden für mehrere Aktionen bewegungsunfähig. Ja. Niemand entkommt der Leere. Es ist ein Purifikator. Weil der hat einen Flammenwerfer. Aber das ist ein Nahkampfangriff. Wie effektiv sind Granaten nochmal? Ja, nicht so. Ich bin hier festgenagelt. Was? Hat er wieder Stand oder was? Ich werde lieber als Kampf sterben. Sie wollen meinen Glauben schwächen. Ja, stell dich da hin und geh in Deckung. Ich warte hier. Und damit ist auch sein Feuer gelöscht. So. Kleinen Miesen. Und weg der Typ. Deswegen geht man nicht an Purifikatoren ran. Diese miesen kleinen Verbrecher explodieren halt auch noch. Ja dann. Advent General. Schwerthieb. Hallo. Selbst wenn er jetzt wegläuft, ist er tot. Geht in Ordnung. Feuerschutz! Gebe Feuerschutz! Zu Befehl! Gebe Feuerschutz! Mir entgeht nichts! Ja, entgeht nichts. Zu Befehl! Ich will, dass er jetzt wegläuft. Gebe Feuerschutz! Guter Versuch. Terminiert. Meines 1-5, Abschuss bestätigt. So wird das gemacht. Haben Bestätigung. Einsatz erfolgreich. So, es geht voran, es geht voran. Die Regierung vermutet, dass die als... Ich glaube, noch 6 Tage Forschung, dann für die heutige Ermordung eines geht's richtig ab zum Endziel. Verantwortlich sind. Die Bürger werden aufgerufen... So... Ja, ja, wir kommen ran, wir kommen ran. Und das haben sie gezeigt. Swallows verwundet? No. So. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Ich meine mich zu erinnern, ich will es. Ja, nee, ich parat's nicht. Auf der ganzen Welt. So, aber ich muss mal kurz Biopause. Es tut mir leid. Bis gleich.